Willkommen! In diesem Video lernen Sie den Bildungsbegriff von Herbert kennen. Dabei formuliert Herbert keinen explizit so genannten Bildungsbegriff, sondern betont unter Berücksichtigung seines Begriffs der Bildsamkeit den Weg der Bildung durch Erziehung. Seine These ist, dass das Hauptgeschäft der Erziehung die ästhetische Darstellung der Welt ist. Durch die ästhetische Darstellung der Welt ist vor allem die Charakterstärke der Sittlichkeit zu fördern. Wie wird die ästhetische Darstellung der Welt als Hauptgeschäft der Erziehung von Herbert begründet? Herbert entfaltet die ästhetische Darstellung der Welt als Hauptgeschäft der Erziehung als zentrales Prinzip für die Bildung des Menschen durch mehrere Argumentationen. In einem ersten Schritt erweitert Herbert den Begriff der Moralität als höchsten Zweck des Menschen zum Begriff des ganzen Zwecks des Menschen. Wenn Moralität, wie Benner erläutert, der höchste Zweck ist, gibt es auch noch andere, etwa die Verwendung von Menschen als Werkzeuge. Das führt zu einer Hierarchie von Zwecken. Mündigkeit kommt dann nur wenigen freien Menschen zu. Herbert geht es aber um die Freiheit aller Menschen. Er erweitert daher den Begriff der Moralität, indem er Moralität als ganzen Zweck des Menschen bestimmt. In einer zweiten Argumentation setzt Herbert sich mit der Entstehung der Moralität auseinander. Herbert kritisiert dabei an Kant, dass dieser seine transzendentalkritisch begründete Ethik ohne Berücksichtigung der Frage nach der Notwendigkeit einer Erziehung zu moralischem Handeln entwickelt hat. Erziehung zu moralischem Handeln ist nach Herbert dabei erforderlich, weil Erziehung und auch Handeln in der Zeit stattfinden. Damit verwirft Herbert Kant aber nicht, sondern setzt sich kritisch-konstruktiv mit ihm auseinander. Kant trennt strikt zwischen intelligiblem und empirischem Charakter. Der intelligible Charakter meint vereinfacht gesagt das vernünftige ethische Handeln, der empirische Charakter das Handeln, das äußeren Einflüssen folgt. Kant entwickelt aus der Diskussion des intelligiblen und des empirischen Charakters seinen berühmten kategorischen Imperativ, der lautet: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Wegen der Trennung von intelligiblem und empirischem Charakter ist es nun schwer, die Entwicklung von Moralität zu erläutern, denn der intelligible Charakter steht für Kant außerhalb der Zeit. Herbert holt daher auch den intelligiblen Charakter in die Zeit hinein. Ihm geht es um einen, wie Benner schreibt, ich zitiere, Begriff der zeitlichen Konstitution des Charakters überhaupt, welche sich nicht nur auf den empirischen, sondern auch auf den intelligiblen bezieht und eine Theorie pädagogischen Wirkens begründet, die die Idee der Freiheit mit der Idee einer Erziehung zur Freiheit verbindet. Zitat Ende. Erziehung als Ursache soll also zur Wirkung der Freiheit führen. Wie aber kann, und diese Frage von Kant bleibt relevant, Freiheit entstehen angesichts des Zwangs durch Erziehung? Wie also ist die Bildung des Menschen möglich? Herbert entfaltet die Möglichkeit der Bildung als Dialektik von angeborener und angenommener Sittlichkeit. Momente der Sittlichkeit zeigen sich zunächst mehr oder weniger zufällig und damit wahllos im Zögling. Diese Momente gilt es aufzugreifen, zu entwickeln und ihnen eine Richtung zu geben. Moralität ist also im Menschen angelegt, entwickelt sich aber erst in der Kommunikation zwischen Menschen. Mit dieser Sicht kann Herbert die bereits vorhandene Moralität der Lehrenden als einen Moment in der Entwicklung von Moralität berücksichtigen. Wenn die Lehrenden den Lernenden nur einen Befehl geben und die Lernenden den Befehl blind befolgen, kommt es aber nicht zur Entwicklung von Moralität. Erforderlich ist es vielmehr, dass der Lernende dem Befehl zustimmt,
ihn sich zu eigen macht und sich so selbst einen Befehl gibt. Ähnliches gilt für den eigenen Willen. Wenn der Lernende einfach seinem Willen folgt, handelt er nicht moralisch. Das ist erst der Fall, wenn er seinen Willen frei beurteilt, wenn er sich also zu sich selbst in ein Verhältnis setzt. Wie aber ist ein solches Urteil möglich? Herbert begründet, dass dies weder theoretisch noch logisch noch moralisch erfolgen kann. Stattdessen setzt er die ästhetische Notwendigkeit an. Ästhetische Notwendigkeit ermöglicht nach Herbert Urteilskraft. Herbert bestimmt die ästhetische Notwendigkeit nicht als allgemeines, logisch begründetes Gesetz. Stattdessen sollen sich die ästhetischen Urteile anhand der Beurteilung einer Reihe von Urteilen entwickeln. Ästhetische Notwendigkeit wird damit zweitens als etwas zu Entwickelndes verstanden und kann so zum Gegenstand der Erziehung werden. Die Entwicklung kann nun mittels einer ästhetischen Darstellung der Welt betrieben werden. Damit begründet die Möglichkeit zu sittlichem Handeln im Rahmen der ästhetischen Notwendigkeit die ästhetische Darstellung der Welt als Hauptgeschäft der Erziehung. Zum Maßstab der Erziehung wird dann die gelungene Entwicklung einer selbstbewussten Persönlichkeit. Mit Herberts Worten, ich zitiere, machen, dass der Zögling sich selbst finde, als wählend das Gute, als verwerfend das Böse. Dies oder nichts ist Charakterbildung. Bildung meint damit Selbstfindung durch Selbstbeurteilung. Das ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Die Bildung des Menschen kann daher nicht abgeschlossen werden. Abgeschlossen werden kann aber die Erziehung, die dann endet, wenn ein Mensch gelernt hat, sich selbst zu bilden. Herbert versteht den Menschen als bildsames Wesen. Der Mensch ist zur Freiheit fähig, die er als zeitliches Wesen in der Zeit entwickeln muss. Wenn das gelingt, hat der Mensch sich selbst gefunden. Das heißt vor allem, dass er sich selbst beurteilen kann. Diese Fähigkeit zur Selbstbeurteilung ist dem Menschen zwar schon angelegt, muss aber durch Erziehung so entwickelt werden, dass zur Moralität entwickelt wird. Das erfordert eine ästhetische Darstellung der Welt im Blick auf die ästhetische Notwendigkeit. Herbert gelingt es in seinem Ansatz, eine kontradiktorische Gegenüberstellung von empirischen Zwängen und freier Vernunft durch eine dialektische Relationierung von empirischen Zwängen und das selbstbeurteilenden Denken zu ersetzen. Ein überzeitliches oder gar übersinnliches Prinzip ist damit für eine Begründung der Erziehung nicht mehr erforderlich. Der Gegenstand der Bildungswissenschaft wird damit als eigenständiger Gegenstand begründet. Zugleich wird Erziehung als Gegenstand so zum Gegenstand der Erziehung. Die Wissenschaft von der Erziehung ist damit auch auf Erziehung, auf die Weitergabe ihres Wissens in der Erziehung angewiesen. Zugleich wird durch die so gewonnene Unabhängigkeit des Erziehungsgedankens eine Kritik von gesellschaftlichen, familiären, ökonomischen oder religiösen Interessen möglich, auf die Erziehung zwar bezogen ist, die Erziehung aber alleine nicht bestimmen können.